Herzlich willkommen zu We Were Here. Herzlich willkommen. Mit Funkqualitäts-Gorobai. Hammer nice. Hammer. Es liegt aber nicht daran, dass unser Equipment oder unser Internet scheiße ist. Das ist vom Spiel. Denn das Spiel hat, das ist ein Rätselspiel. Also wir müssen das Rätsel lösen. Ich habe mich nicht noch mehr darüber informiert. Ich weiß, dass wir gleich in irgendeiner Schneelandschaft sind und ein Rätsel lösen müssen. Und wir hören uns nur über den Ingame-Voice. Wenn wir beieinander stehen, hören wir uns. Oder über ein Funkgerät. Und ja, mal gucken, ob wir schlau genug sind für dieses Spiel. Ja, okay, wir haben neue Mikrofone. Ah, okay, gut. So Headset-Mikrofone. Wir haben jetzt Headsets auf, weil ist ein bisschen cooler. Das andere kann jeder. Ja, ich drück mal bereit. Ich auch. Headsets sind neu. Ich bin gespannt. Wir haben es bekommen, das Spiel. Ja. Und jetzt geht's los. Ich bin gespannt. Das Signal. Checkpoint wird geladen. Ich weiß aber nicht, ob jetzt irgendwie Cutscenes kommen oder so. Oha. Dann hoffe ich, dass ich Ping-Vorteil habe. Checkpoint wird geladen. Der wird ganz schön lange geladen. Ja. Was soll das? Weiß nicht. Daumen hoch auf jeden Fall, schon mal an der Stelle. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Das kann man auch so machen auf YouTube. Mit Geld bezahlen. Mit Geld bezahlen. Überweisen auch gerne. Wir nehmen auch PayPal. Jetzt geht's los. Ich habe Blackscreen. Ich auch. Ich habe Wind. Oh. Da bin ich. Oh. Da bist du. Ist diese Horror-Game? Ich hoffe nicht. Habe ich jetzt gar nicht geguckt bei Steam. War noch nicht auf Toilette. Dann nehmen wir jetzt nur noch tagsüber auf. Liegst du im oberen Bett oder im unteren? Im oberen. Okay. Hallo! Hallo? Oh, die Quali ist viel besser. Die Quali ist mega scheiße. Aber viel besser als vor dem Menü. Schon so ein bisschen. Over. Müssen wir jetzt immer over sagen, over? Es ist wichtig, dass wir over sagen, over. Ich soll dir winken, ich sehe dich aber nicht. Ich mach meine Tür auf, over. Alter, bist du hässlich. Wenn wir nebeneinander stehen, hören wir uns auch nicht. Doch, wir hören uns ein bisschen, oder? Wir hören uns wirklich nicht. Das liegt an meinem Hörgerät. Oh, Alter, Nefi, du hättest hier abwaschen sollen, Mann. Over. Ja, da bin ich mal gespannt. Hier ist ein Funkgerät, wollen wir da mal hingehen? Der redet mit uns. Nö, ich will jetzt einfach hier bleiben eigentlich. Können wir eigentlich beide die ganze Zeit G drücken und hören uns dann auch? Wahrscheinlich, over. Nee, wenn ich G gedrückt hatte, reicht das glaube ich nicht. Ich hab ein Rad in der Hand. Was hast du in der Hand? Das Rad hier habe ich gerade hochgehoben. Aber wir können hier die Einstellung, die Frequenzen ändern, sodass wir den wahrscheinlich besser hören müssen. Aber es wird halt nirgendwo irgendwas angezeigt, deswegen ist es ein bisschen komisch. Ah, das Rad muss hier hin, glaube ich. Alter, was für ein Rad. Ja, los. Geht nicht. Dann wäschst du in der Zwischenzeit mal ab und ich mach dann mal hier. Rechtsklick ist auch vom Gerät, ist vielleicht angenehmer. Stimmt, das ist deutlich angenehmer. Ich habe das Rad mal angebracht, ne, für dich. Ich hab's immer noch in der Hand. Ja, ich hab hier das andere angebracht dann. Was ist noch hier so? Ziehen? Ich sollte jetzt besser nicht damit herumspielen, okay. Hä, doch, ist Fun. Du weißt doch, Knöpfe drücken ist lustig. Fun? F steht für Freunde, die was auch.
Okay, also wir müssen hier zu diesem Funkgerät, denke ich mal. Und dann müssen wir darüber irgendwie mit ihm reden. Mit welcher Taste hast du das Rad angebracht? Linkstick. Okay, geht bei mir nicht. Hab ich bei dir immer noch ein Rad in der Hand? Nee, hast du bei mir nicht. Okay, dann ist das bei dir. Oh, warte, er wird verständlicher. Das hit dabei passiert gar nicht. Ich weiß auch nicht. Um Gottes Willen, das ist ja. Ich hab den Sprachchat mal auf 100% gemacht, damit ich dich immer gut höre. Sag bitte nochmal was. Hallo, ich sag dir was. Das hat überhaupt nichts gebracht auf 100%. Ich hab noch ein Rad gefunden. Ah, die Räder haben Formen drauf. Was haben wir hier, die Lautstärke so ein bisschen? Ich habe jetzt ein Rad für eine Tür mit einem Kreuz und ein Rad für eine Tür mit einem Dreieck. Achso, dann habe ich das Richtige angebracht gehabt wahrscheinlich. Genau. Das hilft alles nichts hier. Das hier mit den Koordinaten, das hilft irgendwie nichts. Wir müssen auf jeden Fall da raus und dann müssen wir dem Typen helfen. Und die Koordinaten? Wir haben ja nicht mal einen Kompass oder so. Hier hinten ist was. Ich glaube, hier muss ein Rad dran. Ist für die Garage das Tor. Alter, ich mach die Garage auf! Ich nehme den Bentley! Ah, dürfen nicht einsteigen. Hast du einen Führerschein? Ja. Auch für so ein großes Fahrzeug? Nein. Wow, Ruckel. Hallo! Hallo! Da drüben! Wir führen keine Expedition zu Fuß durch, sagt er hier. Ah! Hast du das Rad mit dem Kreuz? Ja, hast du die Tür gefunden? Ja, hier oben auf dem Dach bitte. Einmal bitte aufs Dach, over. Kommst du? Hier drüben. Bitte. Einmal hierher. Hallo? Moment, ich musste kurz mal. Hierhin. Komm. Bitte. Hier hoch. Hier. Was musstest du neu starten? Ah, OBS hat geruckelt. Aber OBS hat geruckelt. Jetzt machen wir. Ist voll out of RP, tut mir leid. Okay, bleib mal hier oben. Die Frequenz einstellen. Ja, bleib du mal hier oben, ich komm. Ich sag dir die Frequenz. Ah, du meinst, dann hören wir unten richtig, oder was? Ja, wahrscheinlich. Okay, was für Zahlen hast du da? 92 bis 106. Und die untere Reihe geht von 700 bis 1400. Oje, das war auch. Warte mal, ändert sich jetzt was? Nein. Stop there. 47. Ich stelle hier mal was um, warte.
Es macht auf jeden Fall Geräusche, wenn du umstellst. Ja, das ist ein Schuss. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt höre ich wieder was. Jetzt nicht mehr. Drück mal die Knöpfe bitte, die du da hast. Ja, weiter. Also weiter. Jetzt den anderen. Nee, einen zurück. Und jetzt den anderen. Andere Richtung. Weiter. Stopp. Hörst du was? Nee, ich höre gar nichts. Okay, dann ist das die falsche Frequenz, aber wir müssen die übereinander legen. Okay, ja, ich sehe das. Die Wellen haben sich geändert. Okay, jetzt mach die wieder in die andere Richtung ganz groß. Weiter, stopp. Und jetzt mal den anderen. Weiter, stopp. Das müsste gehen. Ich höre Musik. Okay, falscher Sender. Dann, die nach oben und unten gehen ein bisschen kleiner. Stopp. Jetzt die anderen nach links, glaube ich, ist das. Ja, ganz eng machen. Stopp. Muss ein bisschen mehr, oder? Hörst du mich schon fast? Nee. Ja, noch ein bisschen enger. Machen wir mal enger noch. So ist geil. Das ist der Jazz-Sender! Verdammte Scheiße. Okay, die nach oben und unten gehen. Warte mal, kurz. Kannst du nochmal zurückstellen auf die letzte Frequenz, die du hattest? Das ist der Jazz-Sender. Okay, dann mach nochmal zurück auf die du eben hattest, weil da habe ich ihn gehört. Jetzt höre ich ihn. Ja, aber es war die falsche. Ich muss einen weiterschalten, dann müssen wir die anpassen. Okay. Jetzt musst du die oben unten kleiner machen. Und ein bisschen breiter. Weiter? Noch ein bisschen kleiner? Ja. Warte, es war schon fast. Einen hoch wieder. Ja. Da ist er. Wir sind in einer Höhle und können nicht zurück. Unsere Koordinaten sind Charlie 753 Richtung Beta 754. Delta 195 Richtung Echo 169. Beta 481 Richtung Charlie 447. Bitte helfen Sie uns. Ich brauche einen Zettel. Da steht doch unten. Ja, aber es geht halt weg. Schreibst du das echt auf? Meinst du nicht, wir kriegen das irgendwo drauf? Komm, ich schreib's auf, Mann. Wir müssen jetzt ein Ziel festlegen. Ich kann die Hebel hier drücken beim Auto. Hier ist was mit minus 8, minus 4 und minus 4. Alter, das muss irgendwo aufgeschrieben werden. Hast du schon? Ich bin gerade dabei. By Beta 754, Delta 195, by Echo 169, Beta 481, by Charlie 447. Blue, somebody home. Anybody out there? We took shelter in the cold, but we can't go back. So, warte mal, ich versuche ihn mal zu antworten. Wie geht das? By Beta 754. Delta 195, nee, by komm, Echo dann lass raus. Können wir raus irgendwie? Beta 481 by Charlie 447. Blue, somebody, hold. Anybody out there? Was machst du denn jetzt? Tragst du das Ding voll? Hast du was gemacht? Ihr müsst zuerst das Ziel festlegen, steht hier. Wo legen wir denn jetzt das Ziel fest? Anybody out there? In dem letzten Raum wahrscheinlich. Ja, wir haben ein Rad noch nicht, oder? Ja, eins fehlt noch. Was für ein Zeichen?
6 Hexagon. Vielleicht liegt das draußen? Wirklich? Shift ist sprinten im Übrigen. Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Hier ist auch nochmal ein Fünfeck. Ich dachte schon, welcher Yeti steht denn da hinten im Schnee, das wusstest du. Da oben auf dem Dach, guck mal, wenn du hier stehst und da hochguckst, da siehst du auch ein Rad zum Drehen. Oh ja. Das ist es bestimmt. Bin ich mal gespannt. Ja, hier ist was zum Drehen. Was für eins? Aber es ist viereckig, wenn man es so bezeichnen will. Also, rektangulär. Siehst du das in deiner Hand? Nee, ne? Oder ich? Nee, aber komm mal hierher. Ist es das? Ah, lol, ja, stimmt, das Loch muss passen. Ja, ja. Ah. Ja, bist du soweit? Natürlich. Okay, was machst du denn da jetzt? Du hast aufgeschrieben, du bist jetzt hier der Kartenzahl. Okay, Charlie 753. Charlie 753, das ist hier die Reihe, also, ne, also, die. Und welche ist die zweite? Die muss ich dann halten. Die nächste ist Beta 754. The fuck? Beta 754 ist unten auf deiner Schiene, die du bewegst. What the fuck? Das ist Beta 754. Wo bist denn du jetzt? Ich habe versucht, ihn nochmal zuzuhören, aber er war nicht an der richtigen Stelle. Charlie 753, Beta 754, Delta 195, Echo 169, Beta 481, Charlie 447. Das ist eine Höhle, aber es ist ja alles Höhle. So, 753, da ist, bist du. Ne, halt, halt. Kannst du den da oben halten? Aha. Ist das jetzt markiert? Das habe ich jetzt, oder ist es markiert? Dann ist Delta 195. Das ist, zweite Reihe da, hier oben, da. Da musst du gleich hoch machen und dann muss ich Echo 169. Das nächste ist dann Beta 418 und Charlie 447. Oh, bitte nochmal, ich habe mich verklickt. Beta 481. Du hast gerade 418 gesagt. Ah, Entschuldigung. Aha. Trianguliert, Mister. Trianguliert. Oh, du. Tag mir später. So, dann haben wir jetzt das Ziel und dann... Nimm sie jetzt! Get to the chopper! Wir müssen sie... Oh, um Gottes... Tanken wir jetzt voll. Tank mal voll jetzt. Ich habe keine Ahnung.
Aber wir müssen ja einen Schlauch da reinstecken. What the fuck? Guck mal, das Schlauchding muss wahrscheinlich hier ran. Ja, aber wie? Wir brauchen einen Schlauch. Alter, du kannst doch hier keinen Schlauch mehr ranstecken. Das ist ein ganz anderes Gebiet dann. Dahinter sind so Stromgeneratoren. Ich hab grad noch die Tür da gesehen. Wo kann denn das letzte Rad sein? Ah, süße Hundis. Wie tanken wir das Ding jetzt auf? Hier hinten ist noch eine Tür, wenn man ums Haus rumgeht. Wie tanken wir das Ding jetzt auf, ist die Frage. Oh, er schreit aber auch die ganze Zeit hier im Haus. Ich habe ein eingefrorenes Rad gefunden. Ich habe, glaube ich, das fehlende Rad gefunden. Nice, Digga, nice. Rechts rum? Ja, hier. Sehr gut. Ich bin einmal links ums Haus gegangen und dann bin ich dahin. Nice. Habe ich hier so ein eingefrorenes Rad. Es gibt keine Zentimeter nach. Ich glaube, das müssen wir jetzt auftauen. Ja, wir müssen das Ding jetzt voll tanken. Das muss irgendwie gehen. Aber es sieht auch so aus, guck mal hier. Da ist ein grüner Strich bei 6. Müssen wir jetzt irgendwie hier mit den Hebeln das machen, dass das hier 6 ergibt? Ich tau gerade das Rad am Ofen auf. Geht das? Ja, es schmilzt jetzt. Oh lala. Endcool. Ja dann, ab dafür. Wie oft er auch seine Koordinaten sagt. Dem ist das wirklich wichtig, gerettet zu werden. Ja, du, ne? Das wäre mir auch wichtig. Esse! Ach, du Heiliger. Fuck. Oh, warte mal, wir brauchen 6. Ja, gut, dass du 7 ziehst. Ist das Mathe? Oh shit, da sind ja Zahlen dran. Das ist Mathe. Wir müssen machen, dass es hier 6 ergibt. Kann das sein? Wie kommst du auf 6? Im Haus drin, am Auto steht, ist bei 6 ein Strich. Oh, aber bei jeder Säule? Ne, warte mal. Drinnen, halt. Ich lauf mal kurz rein. Drinnen, glaube ich, gibt es die Möglichkeit nochmal minus 8 und zweimal minus 4 zu machen. Ich schalte mal einen um, oder? Ja, schalt mal. Ziert. Noch gar nicht. Ah, jetzt füllt sich das. Hat sich gefüllt bis auf 8. Wie viel ist jetzt drin? 8er umgelegt. So, du hast 2 8er drin jetzt. Hallo? Ja. Ach so, habe ich nicht gehört. Schlechte Verbindung. Warte mal, du hast 2 Achter umgelegt. Das heißt, wir haben 16. 16. Oh, ich bin immer so schlecht im Rechnen. 16 minus 4 sind 12. Und 12 minus 4 sind 8. Ja, oh nee. Oh, hast du noch einen mit 1, 2, 3? Hast du einen 7er? Ja. Mach den mal bitte.
Wir haben einen zu viel. Kannst du einen 7er zurückmachen und einen 6er nehmen oder so? 6er, warte, ich guck mal. Wir haben 1 zu 4, warte, ich kann einen 8er wegnehmen und noch einen 7er reinmachen. Oh. Sehr gut, das Ding ist an! Jetzt soll man noch einen sagen, wir können keine Mathe, du. Ja, war ja gar nicht so, war ja gar nicht so schwer. Los geht's! Let's go! Let's go! Our coordinates are Charlie 753 by Vega 754. Delta 195 bei Echo 169. Beta 481. Lustigerweise steht hinter dem Kennzeichen echt rum. Hast du schon gesehen? Ja. Holen wir die jetzt einfach so ab? Oder müssen wir da noch was machen? Kannst du mich eigentlich noch hören? Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Ah, jetzt hört er mich wieder. Ah, hallo. Haben wir kurz voneinander abgeschnitten, ich hatte schon Angst. War im Funkloch. Nebeneinander sitzt. Bin in den Tunnel gefahren. Haben wir die jetzt abgeholt? Oder sind wir jetzt da? Ich glaube, wir sind da und müssen den noch holen. Oh, krass. Sollen wir Cut machen? Oder sollen wir holen? Gleich einen Cut. Es ist halt die Frage, sollen wir jetzt einen Cut machen oder sollen wir den holen? Wir machen natürlich erst einen Folgen-Cut. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.